So, bist du jetzt an die Raucher gegangen? Nein, bin ich nicht. Ach so, wenn man denkt, dass du vielleicht schon mal Hilfe hast oder so. Ich hab überlegt. Was hast du denn überlegt? Na, ob ich rauche oder nicht. Ach so, und? Nein, ich wollte dann doch nicht. Warte jetzt vorher drauf. Bleib. Ja, ich möchte sehen. Ach so. Hätten sie wieder einen Tee hebt. Wow. Jetzt schau. Achtung. Hui. Hey. Du bist auserwählt. Geh deinem Ruhm in Kadivora entgegen. Ja, geh wieder nicht. Hey, das Auto war goldrichtig. Ich muss jetzt aber wieder Rolands Grab bewachen. Geh und rette Tennis. Lass keinen Bro zurück, Bro. Ja, doch, jetzt darf ich mir's nicht davon. Hä? Ja, vorher, beim falschen Auto. Ja. Vor allem geflogen ist und dann wieder nach unten. Da hätte es auf müssen, da. Ja, ich hab's genau da abgestellt, wo ich das grüne Auto auch abgestellt hab. Ja, das war aber da. Schau, das ist da nach unten geflogen, da, zack, und dann wieder nach unten. Dann ist es vergangen. Ja, aber bei mir ist es halt nicht geflogen. Ja, beim nächsten Mal nehme ich es auf. Ja, Ski. Ich hab alles richtig gemacht. Muss ich schauen, ob AMD auch sowas hat. Ja, wird schon so sein. Gesundheit, Kader. Rotzt man da auf den Tisch hin? Darf man auch. Weiß gar nicht motzen. Ja. Oh, jetzt kommt der Schultermassage brauchen langsam. Nicht bloß eine Schultermassage, hä? Die Übertragung von Carnivora im Econet hat begonnen. Die Opferung geht gleich los. Lass dich nicht aufhalten. Kinder der Kammer, wer ist bereit für unseren besonderen Livestream? Schön, dass du wieder vier rennst. Geölt und einsatzbereit. Wir haben heute ein geniales Vorprogramm für euch. Aber während ihr euch auf die große Kammer vorbereitet, hier ein Blick hinter die Kulissen mit unserem Star. Frevlerin Tennant, du bist eine bekloppte Wissenschaftlerin aus dem All. Woran denkst du gerade? Oh, ich bewundere gerade die aufwendige Tötungsmaschine, die ihr da zusammengeschraubt habt. Was den Luft juckt. Die konfuse Abschreckung, die Kapazität zur Beendigung menschlichen Lebens. Selbst von diesen Ketten aus kann ich sehen, dass da viel von euch drinsteckt. Ich find's klasse, dass du das sagst. Mein Partner Terror und ich, wir sind auch mega stolz auf den Agonizer 9000. Und wir haben nur selten wahre Kenner der mörderischen Künste hier im Studio. Warte, ich schwing dich ein Stück näher heran, damit du nichts verpasst. Singen wir das Funk. Rot. Oh, ja, so ist perfekt. Herzlichen Dank. Ich hab ja auch mitgeholfen, meine Rot. Ja, bis gut. Ja, und draufgeschossen, ne? Au! Ja. Oje. Oder. Scheiße, keine Munition mehr. So. Passt. 19 von 25. Hätte ich mehr von denen niedermetzeln sollen? Oh, ich weiß jetzt echt nicht, ob das unser Fehler war da vorher mit dem Quest oder ob das irgendwie spieltechnisch. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ob es da Verständigungsprobleme gegeben hat, da, ich weiß nicht. Aber das kann man sich dann im Video nochmal in Ruhe anschauen. Ja. Ich nie wieder einen halberten Herzinfarkt gekriegt, weil das Auto in der Gegend ist. Knacken wir die Kristalle. 460 Iridium. Cool, langzocken. Ja. Gut, dass ich alles loot. Weil so großartige Köpfe etc. gibt's immer was mir gefällt.
Ich glaube, ich habe es eh schon mal gesagt, die ganzen Skins, wo bloß irgendwie eine andere Farbe drauf geklatscht wird. Und ein leicht anderes Muster. Jetzt kannst du ja im echt im Echtgeldjob kannst du ja diese Deluxe und Super Deluxe Dinger kaufen von dem, was ich hab. Okay. Wenn ich kann das war so ein Outfit 50 Euro. Leck. Ja gut, ja, aber mit sowas verdient man jetzt Geld, ja. Kosmetische Items. Der Season Pass kostet 45 Euro. Okay. Da möchte ich aber vorher schon wissen, was ich krieg. Ja gut, ich hab mich dabei. Ich hab bloß mitgekriegt, dass so ein DLC schon angekündigt haben. Ja. Da schießt schon wieder irgendwelche Granaten rum da. Ja, da bin ich noch gar nicht, ich bin aber noch am Looten. Da habe ich was für. Deswegen habe ich ja Iridium-Kisten gefunden. Ah, da bist du. Ah ja, wow. Kost haben. Ja. Ich teile die gerne mit dir. Ich würde es da gerade schenken. Magst du das nicht? Nein, also ich gebe dir gerne mal was ab. Oh, achso, bist du so spendabel oder was? Ja, ja, schon. Haben wir ja Partner. Ach, seit wann? Was möchte jetzt dir auch noch? Hey, du gefällst mir. Ja. Ich schau weg. Ja, zur Hölle gibst du davon dir. Passt zu dir. Weil bei mir ist die nur rumgezuckt am Boden. Nein, die war auf einmal bei mir weg. Achso, so geht's auch. Dann hat der Wand gerät und dann auf einmal zack, wie aus dem Nichts war die weg. Wie diese Kristalle wohl hallen? Ja, wie diese Kristalle wohl hallen? Ja, die Frage haben wir schon alles schon gestellt. Ich glaube, der liebe Herr Lord, der auf den Questern war, wirklich. Was ist denn jetzt das? Genau seine Frauenbeute Schema. Warte mal, jetzt müssen wir meine Quest mal schnell markieren. So. Okay, ist das eine Quizshow oder was? Okay, die Regeln sind ziemlich kompliziert. Wähle einfach vor dem anderen Typen die richtige Antwort. Sonst wirst du gegrillt. Kapiert? Ist nicht wichtig. Los geht's! Yeah, komm schon! Spielen wir ein verschissenes Quiz! Okay, ich hänge mich jetzt in die Systeme der Show. Sie sagt, ihr sollt euch bereit machen. Oh, sie ist unglaublich. Komm auf den Buzzer! Herr Bussen. Wo ist die Frage denn? Ich schaue einfach zu. Drück einen Knopf, ja. Druck gehabt. Verräter. Geht er wollen doch nicht. Ich bin. So, nur. Das merkt man, ich alle Fragen ändere. Also, diese hier lautet: Wer ist der hübscheste?
größte pandoranische Obermacker aller Zeiten. Ist es Handsome Jack oder Dry Calypso? Ach so, jetzt verstehe ich es jetzt. Hä? Hast du schon wieder gedruckt? Nein. Ich kann nichts drucken. Nein, schon wieder verkehrt. Oh. Ich habe gar nichts drucken können. Ja, also, nein, er hat überhaupt keine guten Zeiten. Oh. Ja, ich hab nichts gedruckt. Du warst es. Da hinten steht er. Hinter mir druckt heimlich Knipf. Was du kriegst von mir? Deine miserable Leistung. Das da. Verstehst du das nicht? Ich kenne die Antwort. Wer hat die heißesten, definiertesten Bauchmuskeln der Galaxis? Komm schon, das weißt du, hä? Bin ich es? Ist es der Typ hier? Tut es genau jetzt? Okay, na los, na los, na los, Sohn. Ja, B natürlich. Hey, ich kann nichts drucken. Hast du schon wieder auf A gedruckt, gell? Ja, ja. Bleib du selber dran. Kämpfen wir eine Runde. Hände hoch! Kamerad! Wer will einen Gratis-Kill? Jetzt hat B gesagt. Okay. Hast du nicht B gesagt? Ja, ich meine, er manipuliert das Quiz. Oder hat er nicht gesagt? Er ist so naiv. Ich kann nicht spielen. Ich bin überqualifizierten Banditen-Single mit einem hinreißenden Cape und Bauchmuskeln aus Stahl. Sollte Sansi unbedingt daten? Was? Oh, das ist eine gute Frage. Aha. Für die Dumme, jetzt kann man es bloß nehmen. Das geht so nach hinten los. Ja. Ja. Super. Sehr schön. Ja, jetzt geht's Beef. Oh, jetzt sind's grantig. Ja doch, wo ist das Rest? Interessant. Glaub mal, so red ich jetzt dann immer mit dir. Ja. Anders verstehen wir uns eh nicht mehr. Sauber. Oh,
sauber. Ja, weil Hauptquest wieder das Lock unterbrochen hat. Ich sehe Gesundheit. Obwohl, man kann sie nochmal. Ja, ich glaub, das bringt nicht viel. Ah, das war schon lieb. Ja, genau der Typ. Er ist schon wieder frische Tasten gedrückt. Ah. Dann gibt's wieder Feuerwerk. Schwach, aha. Aber der Klassenperk ist echt geil. Immer noch zu knappe 80% voll vom Treibstoff. Wo die wieder rumballert, wie blöd. Ich freue mich echt für die. Merkt man, ja. Tschüss. Tschüss, dann mal selber weiter. So. Erstmal am Loot da. Wichtiger als Geballer. Oh. Weil da war noch ein Kleptrepp da unten. Kleptrepp-Teil. Ja. Ich warte. Oh. Ah ja, da hängt er. Jetzt kriegt's LEDs. Mhm. Die wir auch schon. Ich will es gar nicht wissen. Oh, ich schon. Na. Es hat doch einmal das Prise gewählt. Wieder. Nur mal spielen, oder? Ich glaub, der Rippen. Vielleicht änderst du an deine Meinung. Nein. Na? Das ist nicht fair. Was ist denn heutzutage schon fair? Okay, ist ein Klepp-Tripp. Jungs nicht an, nein, sehe ich nicht ein. Gut, okay. Dann sind wir Geschichte, bitte. Wenn dann sowas so scheitert, weiß ich nicht. Hat sich keine Zukunft gehabt. Ja,
wie man die große Liebe so dermaßen da vom Kopf haut. Wenn man der, weil man seine eigene Vorlieben an erster Stelle hält. Da kann ich drauf verzichten. Oh, haben wir uns da wenigstens einmal einig. Ja. Oh, dann siehst du Kämpfer, ich loot jetzt da in Ruhe. So. So, wer ist die Shotgun ist so wie der alte. Da wo die ganzen Leute immer irgendwo rumfliegen. Das macht man jetzt auch noch. Jetzt habe ich noch vorbeigeworfen, kurz fix. Ja, verrückt halt. Gesundheit! Gesundheit! Double Kill, ja. Waffe, Waffenkisten. Mit nix drin natürlich. Was blaues? Krähe. Blau. Achso, bei dir? Ja, bei mir war es Krähe. Pistolen und Pistolen. Unser nächstes Opferlamm ist den weiten Weg vom kriegsgeschundenen Großstadtplaneten Promethea hergekommen. Bitte begrüßt jetzt Hunger! Und zeigt auf seinen Mund. Das soll heißen. Oh, was Echolock. Markentreue ist alles, Dave. Wenn wir uns anhören dürfen. Ach, darf man nicht. Naja. Sehr schön. Okay, großer, hör zu. Anhänger, in Kürze ist super. Ja gut, theoretisch kann man sich ganzen Echolux ja auch noch im Menü anschauen. Leute zum Töten aus. Hol Tennis da raus. Ja, Chef. Das Ritual läuft schneller ab, als ich erwartet habe. Ich habe wie gesagt noch ein Ass im Ärmel, aber ich würde lieber darauf verzichten. Sind doch schon unterwegs. Jawohl. Gesundheit. Und wie immer geht's wieder nach unten. Ja. Oh, Musik. Wo, oder? Oh, Mucki kommt. Ein Käfig voller Tanks. Da tanzt du an einem Käfig. Oh ja. Bist es du? Wenn da so ist, die Luft um uns. Ich weiß nicht, ich höre gerade nicht hier.
bisschen Moxie. Oh. Es wäre gerade ein bisschen eng. Das sind doch so viele Sachen, die ich noch nie gebaut habe. Mhm. Haben wir es jetzt da? Hier gibt's was zu mitnehmen. Mei, da haben sie wieder nicht runtergespült gehabt. Ja, furchtbar. Jetzt ist auch ein bisschen nach Boxy, oder? Ja, ist halt was. Vom Sound her. Aber ich glaube, jetzt kommt der Bossfight. Ja, jetzt. Erst nach Looten. Oh mein. Da hat sich einer da gesoffen. Oh. Und da rummer. Liegt da ein Bit. Und willst du nicht mehr lauter Flaschen daneben? Lausen liegen. Naja, das kennst du ja. Gehen wir ja beide, oder? Ja, ich jetzt weniger. Ist schon zu lang her, meine Mutter. Unter, drunter. Also das muss schon mittel in einem vierstelligen Bereich gewesen, weil er das so akkurat nachbaut. Ja, genau. Und sieht man wieder, du kennst mich einfach nicht. Ich kenne dich leider zu gut. Genauso liegst du ihn im zweiten Tag drin. Bloß, die haben es eh verharmlost, das waren Bierflaschen und keine Schnapsflaschen. Das ist eine dreiste Lüge, meine Damen und Herren. Zeigt euer Geheimnis, Kristalle. Jetzt kommt der Drossel. Jetzt kommt erst einmal wieder lauter kleine Waffen, okay. Nichts gescheit. Wieder her. Leute, wir nähern uns auf das ihr alle gewartet habt. Die ketzerische Wissenschaftlerin, die es gewagt hat, sich herauszufinden. Komisch, wir scheinen technische Schwierigkeiten zu haben. Kammerjäger, der Stream wurde gerade abgebrochen. Was ist da unten los? Ich weiß nicht. Aber jede Verzögerung kann ich. Hilft denn nicht? Nur ein paar technische Problemchen. Vielleicht hat sich wieder jemand an der Antenne erhängt. Terror, sind wir zurück. Und nur wenige ruhmreiche Tode trennen uns noch von unserem großen Opfer. Tja, ich hoffe, dass wir bereit sind. Schauen wir mal. Als nächstes jagen wir den gesamten Gilliban-Clan. Warum nach oben, was? Was ist denn da los? Auf den Killknopf, Leute. Ich hab Angst. Da stimmt irgendwas nicht. Na, no, schaut harmlos aus. Noch. Spielwiese. Was ist mit dem? Ja, diese Spielwiese steht doch da. Ja. So abgedrückt wie du nicht der mit sein. Das ist der Hammer. Jeder kennt sie, hasst sie, will sie fressen. Ein Kammerling. Da ist noch. Ist der richtiger herzloser Badass, hä?
Das ist die Welt, die macht die halt dazu. Hier gibt's was zu mitnehmen. Alle Spieler müssen anwesend sein, ja? Jetzt warte, wir kommen jetzt auf den Funkturm. Hä? Muss man da erst rein, hilft's nicht. Aber hey, so schnell wirst du nicht zur Berühmtheit. Terror, brechen wie die Zelte ab. Na ja, kämpfen gegen Bonzer. Oder was das ist? Warum nicht? Lelef, Carnivora ist ein riesiger Panzer. Tennis ist noch an Bord. Du musst sie verfolgen. Ja. Goldene Kutsche, da. Triefen nicht einmal. Wie triefe ich das Viech? Haben wir da jetzt Zeitdruck? Ich denke mal nicht. Ich glaube nicht, dass der Quest steitern kann. Das verkackt man das so wieder gleich. Ach. Du kennst dich mit Regeln aus, Zuckerschnute. Gut gemacht. Na gut, dann steigen wir ein und fahren mal hinterher. Okay. Oh, na. Waffenkisten. Ach so, lohnt sich nicht. Ja, wir glauben, wir schießen. Vorsage schießen. Andere Seiten. Ja. Ob ich das noch lerne? Ich druck die ganze. Ja, okay, gut. Handy weg von der Tastatur. Sie ist sofort, schau, wegen deiner blöden Waffenkiste. Den haben wir gleich wieder. Wo soll ich denn groß hin? Umotos braucht nix. Aber ganz schön schnell. Ich wollte gerade sagen, siehst du noch irgendwo? Was sind das für Gebiete jetzt überhaupt? Keine Ahnung. Das ist ja riesig. Mal schnell auf Karten schauen. Ja. Ach da, glaube ich. Tank. Ihr seht den Showdown eures Lebens. Auf der einen Seite ein Kammerdieb, auf der anderen Seite die schrecklichste Maschine, die je von Menschenhand gebaut wurde. Carnivora! Die erste Regel des Showgeschäfts. Wenn du nicht mithalten kannst, bleibst du im Staub zurück. Terror, hör drauf! Brauchst du einen Boost, dass du auf die andere Seite kommst? Geht schon. Da vorne, glaube ich. Lecke. Oder? Jetzt müsste ich irgendwas. Ich schieße einfach irgendwo hin. Ich schieße nicht. Ich muss schon treffen. Ey, du Dreck! Was? Ah! Oh. Totale Vernichtung! Ja, irgendwo muss noch einer sein. Ach, der lässt wieder fallen. Ach da, oder? Ja, da vorne das Große. Ja, da musst du ein bisschen näher hier, damit du gescheit. Jetzt hat. Das ist eine Zumutung! Wir sind gerade live! Crew, bringt das in Ordnung!
ist ja ein Riesenviech. Ja. Sein eigenes Level innen drin wahrscheinlich. Vom Gefühl her ja. Haut jetzt der ab oder was? Schaut aber wichtig aus. Schlecht ist jetzt die andere Frage. Warum hat der auf einer Seite drei Reifen und auf der anderen Seite einen? Ja, mei, es ist Borderlands. Zerstöre den Haupttank, also. Ja. Ja. 50% brauche ich eigentlich nicht. Granaten sind wie Streamjets. Funktionieren nur mit Mods. Ja, das stimmt. Ist vorher da gestanden einmal. Das stimmt. Die Hölle ist hier los. Warum funktioniert nichts? Terror, bring das in Ordnung. Hol die Techniker wieder her. Sie sollen den Agonizer 9000 wieder zum Töten bringen. Los, los, los! Kammerjäger, mir läuft die Zeit davon. Gespannt. Harmlos. So, jetzt geh mal rauf. Kämpf du nur. Nix da. Aua, wie schießt man da von hinten? Wir sind bereit für dich! Was? Ein bisschen Training kann nie schaden. So. Ja, hi. Das ist mein Moment. Du hattest so unverschämt viel Glück. Ja. Du hattest so unverschämt viel Glück. Das glaube ich gibt irgendeinen Debuff, he? Vermutlich. Irgendwann mal was gelesen irgendwo. Mhm.
Au! Das Dorf. Waffenkisten. Da ist schon mal Ruhe. Wer schießt denn da? Ja, gut, okay. Ich bin schon fast auf der Videoebene. Gleich kracht es. Okay, gut. Seht ihr die zwar nicht? Ich bin ja am Boden. Hey, 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 hör jetzt zu. Ich sehe Gesundheit. Ein bisschen hektisch, ha? Ja. Hast du irgendwie auch einen Schaden verursacht anscheinend? Ja, wenn du von dem besessen wärst, in Anführungszeichen, anscheinend kriegst du trotzdem dann schon. Viele werden sterben, nicht um mich! Level 39. Sauber. Du auch? Noch nicht. Aber ist nicht mehr viel. Bis zum Boss werden wir schon schaffen. Erstmal looten da. Voll Moon. Haben wir nicht lang zum Level Cap. Die werden schneller voll sein wie wir Dingen. Ja. Jetzt wird mir da umholt. Und da ist auch noch so viel zum Looten. Oh Gott. Ja, gleich wieder am Anfang. Was denn? Was überlegst du denn? Bossfight werden wert. Hier gibt's was zu mitnehmen. Ich glaube, es haben wir kurz davor. Ja, das denke ich schon. Das denke ich auch, ja. Gut, jetzt klar. Da ist nix. Oh, jetzt ist der Sound wieder weg. Okay. War bei mir vorher. Da war alles stumm. Waffenkisten. Ja. Reine Sniper? Nein, wir nutzen nicht. Dann lohnt sich der Weg da drauf nicht. Dazu gehen wir zum Boss, oder? Ich finde da noch Loot. Achso, da. Ach, da hinten. Ich muss looten. Aber da geht's nicht auf. Nein, ich glaub, da geht's nicht auf. Oder? Können wir da mehr?
wegkommen? Da laufe ich da jetzt einmal hinterher. Nein, da können wir nicht hin. Nein, keine Chance. Gesundheit! Also ab zum Boss, oder? Oh Gott, ja.